Das wird wahrscheinlich nicht reichen zum komplett auffüllen. Aber wir müssen ja auf der anderen Seite noch ein bisschen was abbrechen. Von daher, das wird schon ungefähr 1 zu 1 hier aufgehen, dass wir jetzt nicht noch Dreck holen müssen. Solltest du eigentlich auf unserem Server laufen, um die neuen Steine zu bekommen? Puh, kommt drauf an, wo neue Welt ist. Du musst halt neue Welt erzeugen. Das kann schon recht weit sein. So, hier bauen wir einfach mal eine kleine Mauer hin. Einfach, damit das Redstone dahinter auch gut geschützt ist und wir das nicht aus Versehen noch irgendwie anbuddeln. Gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man sich beim Bauen die Redstone-Strukturen kaputt haut. Also wir haben noch 4 Cobblestone im Inventar, dann ist der Stack hier auch weg. Ja, Cobblestone werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was brauchen. Wir müssen das Ganze, glaube ich, noch eine Reihe tiefer legen. GZ zur fortschrittlichen, zum fortschrittlichen Handwerk. Danke. Haltet das auch bei dir auf alles? Jo. Da kommt eine ganze Armee an Zombies auf mich zu. Wirklich eine ganze Armee? Das sind ja, ey, das sind 4 Stück. Wollen dich. Oh ja. Aber denk daran, sie sind nur auf deine inneren Werte aus. Ja, mein Gehirn, meine Leber, meine Niere. Zombies kann man vertrauen. Jo. Ehrlich. So, jetzt ist erstmal wieder Ruhe hier. Ah, heute ist Blutspendemarathon bei uns. Dafür Geld? Na, du kriegst das gute Gefühl, jemandem geholfen zu haben. Wow. Oh ja. Davon wird mein Magen auch nicht voll. Yep. Ich noch ein Stack Kabel drin? Nee. Ah, ein Stack brauchen wir mindestens, um hier die Wände auszukleiden. Erstmal mit einer Fackel hier, damit ich auch was sehe. Danke. Ich bin gespannt, wer morgen alles von den Kartdeckslern da sein wird. Schlecht läuft nur wir beide. Ja, beim Pony-Turnier sowieso, aber da ist ja nebenbei noch das Pre-Release zu Schlag mich tot XY2. Flammenmeer, Ja, auch das gut. Zeug.
So nach dem Motto, uns gehen die Ideen aus, deshalb packen wir 3 Glurak-Eggs in ein Set rein. Ja. Und jedes ist spielbar. Oh ja. Jedes kontert das andere aus. Ist doch was Schönes. Ich finde diesen neu entdeckten Ex-Wahn eh momentan unglaublich. Also momentan dominieren die Ex ja in Pokémon so sehr, das ist schlimm. Unglaublich gut oder unglaublich funktioniert. Naja, wenn du keine Ex spielst, hast du schon mal verloren. Im Metagame. Weil es gibt momentan keine wirklich effektiven Konter dagegen. Ja, es gibt einmal dieses Symbolare, was Flugert ja in der letzten DM gespielt, in der vorletzten DM gespielt hat, und eben das Silikon, das die gleiche Fähigkeit hat. Aber auch nur die beiden sind. Ja, ja. Die sind jetzt nicht sonderlich schlagkräftig. Ja, wenn da einer kommt, der nur Ex hat, so wie du in deinem Deck. Na gut, ja. Ja, da ist es ja egal, ob die 10 oder 50 Schaden machen. Ja, das schon, aber mein Deck ist jetzt ja nicht das Maß aller Dinge. Ein freundlicher Nachbarn von dir. Grün gekleidet. Oh ja, das sind die besten. Nein, ich habe keinen Zucker. Also für alle Zuschauer, vor uns liegt jetzt wirklich ein legendär tolles Wochenende. Es wird anfangen mit einem My Little Pony Pre-Release-Turnier und enden mit dem Staffelfinale von Season 4, My Little Pony. Und zwischendurch ein bisschen Mario, Sunshine. Oh ja. Und ein bisschen Doctor Who, wenn du noch nicht. Ja, natürlich gucken wir den weiter. So, also machen wir ein bisschen Platz im Inventar. Jetzt brauchen wir, was brauchen wir? Jede Menge Kies und Bruchstein. Bricht es jetzt alle uns nach. Bruchstein. Es hört sich so... so, ja, so mental an. So geistig. Dein Arsch hört sich auch mental an. Ich kann ja mal meinen Arsch auf deine Ponys drücken. Hey, weh, du machst das. Ah, ich glaube, das mache ich. Oh. Zombie. Ach übrigens, Brony-Treffen wären wohl nichts wirklich für uns. Wieso? Was ich dort im Brony-Forum gelesen habe, also viele beschweren sich drüber, dass auf einigen, jetzt nicht auf allen, auf einigen Brony-Treffen einfach zu viel Alkohol ausgegeben wird. Oh, okay, ja gut, dann lassen wir das lieber mit dem Brony-Treffen. Ja, bleiben wir lieber unter uns. Und auf irgendwelche Besowskis auf Hartz-IV-Niveau und damit dann Pony gucken, habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust. Ne, also da ist meine Toleranz doch ein bisschen erschöpft. Ja. Mir hat wirklich der eine Abend gereicht, wo Zwergi vom Balkon gereiert hat. Oh ja, hast du deine Abonnenten eigentlich schon darüber berichtet? Nein, das ist ein Schandfleck auf meinem Lebenslauf, den werde ich... Sobald es möglich ist, werde ich mir diese, hier, Man in Black Lampen besorgen und das aus meinem Gedächtnis tasern. Ah, die Blitzdingse. Ja. Oh ja. Die brauche ich auch für einiges. Nee, das ist eines dieser Ereignisse, die man am besten, am liebsten sofort vergisst. Wartet mal ganz kurz. Aber man muss sie doch schon irgendwie mitmachen. Aber auch nur einmal im Leben. Oh ja.
Und seitdem ist ja bei mir in der Wohnung striktes Alkohol- und Reiherverbot. Was ist mit Rauchen? Rauchen ist genauso schlimm. Ja, Rauchen geht. Da ging mir ja Dodo richtig auf den Zeiger. Ständig auf dem Balkon und dann ist der scheiß Qualm auch noch reingezogen. Ja, man hat's gemerkt. Wer das aushält. Ja, vor allem in seinen jungen La Jahren sich die Lunge schon derart zu versauen. Ich meine, wenn Knitterella raucht, da sagt kein Mensch was, sie ist eh schon tot. Ja. Räucherware und so, ne? Ja, aber geräuchert hält sich ja nur länger, wenn es von außen geräuchert ist. Und von außen werden ja nur die Ja. Passivraucher geräuchert. Die räuchern sich ja von innen, die Aktivraucher. Ja. Und schaden uns damit im Endeffekt auch. Ja. Alles. Kinderchen, Da sag du. seid klug, werdet keine Raucher. Ja. Denn Rauchen schadet allen. Spritzt euch lieber Ja. irgendwelche Drogen, damit schadet ihr euch nur selbst. Ja. Und nimmt saubere Spritzt bitte im Gepäck. Ihr wollt auch keine Und Krankheiten ja, bekommen. und werft sie bitte nicht auf Kinderspielplätze. Denn wenn Kinder Ach, sich und da. wirft sie. Ja, stimmt, Kinderfeld. Ja, wirft sie nicht auf Kinderspielplätze. Zwilli, wenn Kinder sich daran stechen, ist das gute Fleisch kontaminiert. Willst du das wirklich? Stimmt. Stimmt. Oh, ja, das habe ich nicht gedacht. Wobei, sind wir nicht durch das Genfutter eh kontaminiert bis zum geht nicht mehr? Ach, eigentlich sind wir immun gegen alles, außer gegen Krankheiten. Ich meine, wenn wir doch so immun gegen Antibiotika sind, dank unserem Essen, warum Ja. spritzt man den Hühnern nicht einfach irgendwelche Krankheiten und wir werden gar gegen immun? Esst unsere Chicken Nuggets und ihr werdet immun gegen Krebs. Das wär's doch. Jo. Dann könnte Burger King und Mc's so viel Geld machen. Oh ja. Übrigens, was wir hier über Drogen sagen, ist natürlich alles nicht ernst gemeint, also Finger weg von dem Zeug. Ja, also Sonst komme ich mal vorbei und ganz. nimm's euch persönlich weg. Ja, genau. Und ich komme mit. In einem Hafen passiert. Ich meine, ja. Ja, das müssen wir uns jetzt alle bildlich vorstellen. Hasen. Aber wir haben ein bisschen Platz Das machen können. wollte ich doch mitnehmen. Reicht Jetzt das? vielleicht. Da werden wir noch mal los müssen. Aber egal, jetzt sind wir das Zeug erstmal aus dem Inventar los. Weiter geht's um diesen Brocken hier. Ich habe echt nicht gedacht, dass das noch so viel Planierarbeit ist. Alles anders geplant. Naja, ich dachte, es wäre nicht ganz so hoch, sagen wir es so. Aber na gut, es macht natürlich die Mauer beeindruckender dadurch. Ja, größer gleich die kleinen Sachen doch. Ja. Aber wäre ja richtig nice, wenn am 24. der Dürre mitkommt auf das Pre-Release von Canterlot's Night. Oh ja. Und sei es drum, einfach nur mal eben da zu sein und mitzuspielen. Jo. Darf ich sagen, dass ich dieses Wochenende schon richtig schiss